Keine Frage, das derzeit zentrale Thema der Märkte ist die Inflation. Und dafür gibt es sehr, sehr gute Gründe. Aber die eigentliche Frage ist ja, ab welchem Niveau der Inflation wird es denn wirklich gefährlich für die Märkte? Das will ich in diesem Video basierend auf einer Analyse von Wolfgang Müller von Finanzmarktwelt mir mal ein bisschen anschauen und damit erklären, warum die Märkte derzeit so nervös eben reagieren auf das Thema Inflation. Also hier zunächst mal der Artikel von Wolfgang Müller, Inflation, Aktienmärkte geschockt. Und in der Tat, wir hatten ja, ich glaube am Mittwoch war es, diese Verbraucherpreise aus den USA, die massiv höher ausgefallen waren als erwartet. Die Märkte daraufhin nicht gerade amused. Gestern dann die Erholung, obwohl die Erzeugerpreise auch deutlich höher ausgefallen waren. Aber man gewöhnt sich an alles. Die Märkte waren überverkauft. Aber nochmal zurück zu dem Artikel von Wolfgang Müller. Der zeigt nämlich hier ganz klar, okay, warum ist Inflation ein Thema für die Aktienmärkte? Dann deshalb vor allem, weil natürlich zukünftige Gewinne eines Unternehmens, zukünftiger Cashflow eines Unternehmens dadurch tendenziell entwertet wird. Und Aktienmärkte diskontieren ja im Grunde die Zukunftserwartungen in Sachen Gewinnen und Cashflow bei Unternehmen. Und je höher die Inflation, umso weniger ist gegenwärtig das wert, was an Cashflow und Gewinnen passiert. Dementsprechend reagieren Aktien dann bei einer zu hohen Inflation in negativ. Und der Wolfgang Müller, der hat sich hier mal eine Grafik raussuchen können, die das belegt und die zeigt, ab 4% beginnt es ungemütlich zu werden. Also ab einer Inflation von 4%. Da sinken sozusagen die Bewertungsniveaus, da sinken die Price-to-Earnings-Ratios, also die Kurs-Gewinn-Verhältnisse. Da wird schlichtweg eben vieles aufgefressen durch diese Inflation. Am wohlsten fühlen sich die Aktienmärkte, so hat es der Wolfgang herausgefunden, bei 0-2%. Also 0-2%, das, was wir ja lange Jahre hatten, das ist kein Problem. Aber sobald es dann in Richtung 4% oder vor allem dann über 4% hinausgeht, dann wird es deutlich schwieriger. Ich werde diesen Artikel von Wolfgang Müller unter das Video packen. Würde mich freuen, wenn Sie den sich nochmal zu Gemüte führen, denn das ist wirklich etwas Zentrales. Das ist letztendlich der Dreh- und Angelpunkt für die Märkte derzeit. Und schauen wir uns diese Inflation mal an. Da haben wir in der sogenannten Headline CPI eine Inflation von über 4% und in der sogenannten Core CPI, also Kerninflation ohne Nahrung und Energie, ist es etwas weniger, aber auch über 3%. Aber was vor allem erstaunlich ist, ist dieser doch relativ schnelle Anstieg. Na klar, Basiseffekte spielen hier eine Rolle. Letztes Jahr sind wir abgestürzt mit den Preisen infolge der ersten Corona-Welle. Dementsprechend sind diese Basiseffekte jetzt natürlich ziemlich hoch. Aber wir sehen eben auch zu den Vormonaten, also nicht zu dem April etwa des Jahres 2020, sondern eben zum Vormonat März, April steigen die Preise eben in 2021 auch sehr deutlich. Und das ist das eigentliche Thema. Na klar, die Basiseffekte sind da. Na klar, die Zahlen sind in Relation zu dem Vorjahr relativ hoch. Aber die Frage ist, verstetigt sich das? Die Fed sagt transitory, vorübergehend, aber es gibt eben diese Lieferengpässe, die könnten auch vorübergehend sein, aber die Arbeitnehmer verlangen jetzt latent immer höhere Löhne, um eben die gestiegenen Kosten für so viele Bereiche des Lebens ausgleichen zu können. Und das ist die Gefahr, dass sozusagen dann die Lohnspirale auch noch anzieht und die ganze Geschichte schwieriger macht. Es gibt ja zwei Arten von Inflation, eben eine Nachfrage- und Lohnspiralinflation, könnte man sagen, und eine, die sozusagen dadurch entsteht, dass man den Gelddruckern misstraut. Wir könnten beides bekommen ein Stück weit. Die Geldmenge ja massiv gestiegen in den USA, über 25%, in Europa knapp über 12% oder in der Eurozone. Also das ist schon ein bisschen herb, was da passiert ist. Hier nochmal die Erzeugerpreise, über 6% zum Vorjahresmonat gestiegen. Wie gesagt, Basiseffekte, aber die Anstiege sind relativ krass und wir dürften nächsten Monat wahrscheinlich noch eine höhere Zahl bekommen. Und dann ist die Frage, geht es wieder zurück? Das wird die entscheidende Frage sein, auch für die Bewertung eben der Aktienmärkte. Und hohe Inflation, wie wir sie jetzt gesehen haben in den Zahlen, bedeutet noch niedriger Realzins. Der Realzins ist jetzt auf minus 4,1% gefallen. Das ist der tiefste Stand seit 41 Jahren, nämlich seit dem Jahr 1980. Da hat
einen Artikel geschrieben, der Hannes Zipfel, der wird heute auch auf Finanzmarktwelt erscheinen. Das ist vor allem mit der Fragestellung verfasst worden von dem Hannes Zipfel, wann reagiert der Goldpreis darauf? Denn je tiefer der Realzins ist, und wie gesagt, wir sind jetzt nochmal deutlich runtergefallen. Warum? Weil eben die Inflation nach oben geschnellt ist und der reale Zins ist ja sozusagen Staatsanleihenrenditen minus Inflation, dadurch, dass die Inflation höher, größer geworden ist, die Renditen aber nicht so wirklich steigen, also zumindest nicht in der Dimension, wird der Realzins deutlich negativer, müsste eigentlich gut für Gold sein. Bisher ist es noch nicht, schauen Sie da auch heute rein bei Hannes Zipfel in diesen Artikel, ich weiß noch nicht genau, wann er erscheinen wird, aber heute wird es auf jeden Fall passieren. So, jetzt kommen wir zu einer weiteren Komponente der Inflation, nämlich die Inflationserwartung. Hier sehen wir die 5-Year, 5-Year Forwards, also die Märkte, die Inflationserwartungen bepreisen. Und alles, was zählt, sind eigentlich Inflationserwartungen. Warum? Weil Inflationserwartungen auf das Verhalten der Menschen einen maßgeblichen Einfluss haben. Und wir sehen, diese 5-Year, 5-Year Forwards sind aus diesem Abwärtstrend deutlich ausgebrochen. Und genau das ist eben auch die Gefahr jetzt für die Fed, dass diese höheren Inflationserwartungen dazu führen, dass sowohl Businesses, also sowohl Unternehmen, als auch eben die normalen Menschen ihre Entscheidungen im täglichen Leben aufgrund dieser Inflationserwartung treffen. Sprich, ich kaufe lieber heute als nächste Woche, weil nächste Woche sind die Preise vielleicht schon höher. Das Gegenteil ist bei der Deflation der Fall. Dadurch entsteht eben auch eine Spirale und das könnte bedeuten, dass diese Inflation dann nicht transitory ist, weil alle immer sofort möglichst schnell versuchen zu agieren in Erwartung steigender Preise. Also da gibt es schon ein paar Argumente, warum diese ganze Geschichte nicht vorübergehend ist. Lieferengpässe, okay, die könnten und sind wahrscheinlich vorübergehend, aber Lohnerhöhungen, das wird nicht vorübergehend sein, da dürfte es einen Trend geben und dann eben die Inflationserwartungen. Das wird heute auch wichtig bei den Zahlen des Verbrauchervertrauens, die heute um 16 Uhr kommen. Da werden die Amerikaner immer auch gefragt nach den Inflationserwartungen. Das wird ein Hingucker. Aber weiter im Text, meine Damen und Herren, jetzt haben wir neue Aussagen von die Fed, von den Zentralbankkomitee planen für den nächsten geldpolitischen Fünfjahresplan. Und da hatten wir eine Aussage jetzt von James Ballard, den St. Louis Fed-Chef, der gesagt hat, ja, also zu beurteilen, ob jetzt die Inflation transitory vorübergehend ist oder halt nicht vorübergehend, das sei ein Judgment Call, also so ein bisschen Ermessenssache, Geschmacksfrage, Definitionssache. Das relativiert doch diese Aussagen von Jerome Powell, ja, transitory. Also diese Sicherheit der Fed ist nicht mehr so wirklich da. Wir sehen neben Robert Kaplan, den Sie hier unten sehen, damit mit James Ballard, den zweiten, der sagt, naja, vielleicht ist die Inflation doch nicht vorübergehend, deutet es zumindest an, dass es da eine Möglichkeit gäbe. Damit bricht Ballard aus dieser Phalanx der Fed-Mitglieder aus, die immer wieder betonen, ja, Inflation wird vorübergehend sein. Also da hat sozusagen dieser Wirkungstreffer jetzt durch die jüngsten Inflationsdaten offenkundig zu solchen Aussagen geführt. Heute kommt Robert Kaplan mit Aussagen 18 Uhr deutscher Zeit. Das ist ja der Let's Talk Taper Guy, wie er hier bezeichnet wird, also der Dallas Fed-Chef, der gesagt hat, ja, wir müssen jetzt langsam einen Ausstieg aus dieser ultralaxen Geldpolitik machen, weil die Dinge überhitzen, weil wir Exzesse sehen an den Märkten. Die Frage ist, warum sagt das nur Robert Kaplan, dass die Exzesse da sind, sieht ja jeder. Warum will die Fed das nicht zur Kenntnis nehmen? Was steht da dahinter? Warum ist da ein Ausreißer? Ist das sozusagen der Bad Guy, der die Wahrheit sagen darf, während die anderen eben versuchen, die Welt zu lenken? Das ist die Frage. Also da kann man sicherlich geteilter Meinung sein. Ist das abgestimmt? Ist das sozusagen, naja, wie soll ich sagen, der Wahrheitsarm der Fed oder was ist da los? Warum ist es bisher nur Robert Kaplan, der so Klartext spricht und die Dinge benennt, wie sie faktisch sind? Da werden wir bald sehen, ob es da auch andere gibt. Hier mal eine Grafik von Gabor Steingart aus seinem Morning Briefing. Die zeigt, was eigentlich schon eine Inflation von 3% für uns
bedeuten würde, nämlich wer heute 500.000 Euro hat, der würde dann im Jahr 2030, also in nur 9 Jahren, nur noch 383.208 Euro haben. Also da würde vieles, vieles weggehen. Das ist eben dieser Effekt der Zinsen. Wenn das dauerhaft ist, dann knabbert das richtig rein. Und das ist eben für uns alle deshalb so wichtig, wie wir unsere finanzielle Positionierung jetzt machen. Denn wenn diese Inflation dauerhaft ist, dann hat das eben massive Konsequenzen für uns alle. Now let's come to the markets. Lasst uns jetzt ein bisschen über die Märkte sprechen. Wir haben gestern ja Gewinne gesehen aufgrund der vorherigen Überverkauftheit der Märkte. Wir sehen, alles hat zugelegt, bis auf Energy, minus 1,3%. Hier die 11 Sektoren aus dem S&P 500. Information Technology, plus 1,4%. Also alle durch die Bank. Meistens Gewinne auch Financials, nachdem die Renditen ein bisschen gestiegen sind. Hier im Positiven, unten sehen wir mal einen Chart, das Gelbe hier. Das ist der Tech-Sektor in Relation zum S&P. Und wir sehen, der hat lange sich sehr, sehr klar outperformend verhalten. Jetzt allerdings ist er zurückgefallen. Das heißt, Tech läuft jetzt schlechter zum breiten Markt, zum S&P 500. Warum das so ist, das erklärt vielleicht gleich folgende Grafik, die ich als nächste dann einblende. Aber hier zunächst mal besonders leiden eben die unprofitablen Tech-Unternehmen, von manchen als Shitcos bezeichnet, als Scheißfirmen auf Deutsch gesagt. Die sind jetzt 40% runtergekommen von ihrem Februar-Hoch. Und an Shitcoins hat Madame Cathie Wood einige im Depot, deswegen der ARK Innovation ETF deutlich unter Druck. Schreiben manche, warum macht denn der Fugmann immer dieses Bashing von Cathie Wood? Ich habe überhaupt nichts gegen Cathie Wood. Finde sie eine durchaus sympathische, nicht uninteressante Erscheinung. Allerdings ist es eben so, dass diese Frau wahrscheinlich so ein bisschen die Titanic ist derzeit der Märkte. Da ist ein Eisberg und sie steuert relativ klar und relativ konsistent drauf zu und sagt aber, nee, hier in diesem Meer gibt es keine Eisberge. Also ich versuche davor ein bisschen zu warnen, ohne da irgendwie jemanden schlecht machen zu wollen. Ich glaube nur, dass sie eine Hasardeurin ist, die immense Klumpenrisiken ansammelt, die ihr dann ganz schön auf die Füße fallen werden dürften. So. Jetzt mal die Frage, warum entwickelt sich Tech schlechter? Wir sehen hier dunkelblau die Performance von sogenannten Deflation-Indizes. Also Indizes, die besonders dann gut laufen, wenn wir eine Deflation haben. Und das hatten wir ja eigentlich die letzten Jahre mehr oder weniger. Und da sind vor allem Indizes wie der Tech, wie der Nasdaq sehr, sehr positiv. Warum? Wenn ich Wachstumsfirmen habe, etwa eine Amazon und so weiter, und dann habe ich da natürlich eine Perspektive, die wachsen und wachsen in einer Welt, die ansonsten kaum wächst, eben die tendenziell deflationär ist, während andere Indizes, die sogenannten Value-Indizes, deutlich zurückgeblieben sind. Und wir sehen diese große Lücke jetzt zwischen den Deflationsgewinnern, wenn man so will, das ist überwiegend Tech, und den Inflationsgewinnern, das ist überwiegend Value, Materials, Industrials etc., diese ganze Geschichte. Und diese steigenden Erwartungen von Inflation, die treffen insbesondere jene Tech-Werte, die ohnehin schon schlechter laufen in Inflation, und wenn die nicht mal Gewinne machen, also wenn da das Wachstum nicht wirklich sich monetär auch irgendwie niederschlägt in Penunzen, dann sind die besonders schlecht. Deswegen auch halte ich Cathie Wood für besonders gefährdet, eben weil diese Lücke sich wahrscheinlich weiter verkleinern wird zwischen Tech und Value. Aber kommen wir, nächstes Thema, meine Damen und Herren, Elon Musk hatte wieder getwittert. Und Doge jetzt wieder hervorgerufen. In einem Tweet sagt er, ja, ich arbeite mit Doge, um die Systemtransaktionen mehr effizienter zu machen. Potentially promising, also sieht ganz gut aus. Das hat der Dogecoin natürlich gleich wieder mit nach oben gezogen. Und dann sagt er, ja, um nochmal klar zu machen, ich bin ein Gläubiger in Sachen Krypto, aber ich kann eben nicht gutheißen, dass da so viel fossile Energien verbraucht werden wie bei Bitcoin. Also nochmal die Rechtfertigung. Und dann schießt er auch gleich nach, ja, es wäre hohe Zeit für eine Carbonsteuer. Naja, vielleicht wäre es mal hohe Zeit, dass Elon Musk nicht fordert, dass andere Leute besteuert werden, sondern er selber. Da ist er nämlich relativ erfolgreich in der Vermeidung, aber sei es drum. Jedenfalls gibt es jetzt auch Ermittlungen durch die Aufsichtsbehörden gegenüber der Kryptobörse Binance. Das nur am Rande, aber jedenfalls, wir sehen eins.
Dogecoin natürlich massiv gestiegen, wie ich hier vorhin schon sagte. Also hier sagte zum Beispiel Eric Bacunas, das, was Elon Musk jetzt ist, das waren früher die Handelskrieg-Tweets von Donald Trump. Also absolute Market Mover. Jetzt ist Trump leider ja, oder was heißt leider, nicht mehr so der Fall. Der wird kaum mehr wahrgenommen, weil sein Twitter-Account jetzt kurzfristig blockiert ist. Jetzt hat Elon Musk diese Rolle übernommen. Absoluter Market Mover. Manch anderer sitzt schon im Gefängnis für wahrscheinlich geringere Vergehen der Marktmanipulation. Also das ist schon sehr, sehr grenzwertig. Hier eine extrem interessante Grafik, meine Damen und Herren. Hier sehen wir mal den Wert der Kryptowährungen, gesamt der wichtigsten Kryptowährungen, nämlich der 300 größten, und den Wert der Dollars, die in Zirkulation sind. Und wir sehen, alle diese 300 Kryptowährungen sind jetzt mehr wert als alle Dollars, die derzeit in Zirkulation sind. Das ist schon der Hammer, oder? Also das ist schon ein ziemlicher Aufstieg der Kryptowährungen. Das ist durchaus erstaunlich. Vielleicht sollte sich Elon Musk ein bisschen mehr um Tesla kümmern und weniger um Dogecoin, denn wir sehen rückläufige Zahlen, respektive man verliert im Ranking in China weiter. Das Model Y, das man im Januar in China an den Markt gebracht hat, da ist Tesla jetzt deutlich zurückgefallen. Man ist jetzt nur noch Sechster in Sachen Elektrofahrzeuge in China mit diesem Model Y. Zunächst war man Dritter, jetzt hat Tesla ja in Shanghai abgesagt, neues Land zu kaufen, um dort die Produktion zu erweitern. Faktisch ist Elon Musk dort in Ungnade gefallen. Er hat einiges dazu beigetragen, dass die Chinesen hier durchaus vielleicht Ehrgeiz entwickeln in Sachen Elektromobilität. Aber jetzt brauchen sie ihn nicht mehr und jetzt sagen sie so, Elon, jetzt kannst du gehen. Dementsprechend sieht es nicht gut aus für die Autoverkäufe in China bei Elon Musk. In Deutschland sind die Zahlen auch nicht wirklich gut, und nicht nur letzten Monat, sondern überhaupt, da wird relativ wenig verkauft, vor allem in Sachen Bewertung von Tesla. Aber kommen wir zum aktuellen Geschehen. Heute wichtig auch 14:30 US-Einzelhandelsdaten, die Umsätze. Und die Daten zuletzt waren ja natürlich massiv gut aufgrund der Stimuluschecks. Heute ist der Konsens eine Erwartung von plus 1,0%, aber die Bank of America sagt, aufgrund unserer Kreditkarteninformationen gehen wir davon aus, dass wir sogar eine negative Zahl sehen von minus 0,9%. Also da wartet eine Enttäuschung. 14:30 auch bei Finanzmarktwelt.de. Und hier nochmal der Vergleich zwischen der aktuellen Entwicklung beim S&P 500 und dem der Jahre 2019, also April respektive März 2009 bis April 2010 oder Mai 2010. Ganz, ganz ähnlich verlaufen. Derzeit sehen wir diese unglaublichen Parallelen. Das ist schon wirklich erstaunlich. Damals die Bewegung aus der Finanzkrise raus, jetzt die Bewegung aus der Corona-Krise raus. Kommt jetzt eine Korrektur? Damals ist sie da passiert, das muss man sehen. Ganz bullisch ist die Geschichte jetzt durch diese Inflationssorgen eben nicht mehr. Und abschließend vielleicht noch einen schönen Satz von Charles Bukowski, der sagt, das Problem der Welt ist, dass die intelligenten Leute immer Zweifel haben und die dummen Leute immer voller Selbstbewusstsein sind. Ja, da ist was dran. Das finde ich einen sehr klugen, einen sehr feinen Satz, der durchaus Ihnen vielleicht am Wochenende zu denken geben könnte. Apropos Wochenende, heute kein Marktgeflüster. Dafür habe ich gestern am Vatertag die Stellung mit zwei Videos gehalten. Schauen Sie heute rein bei Finanzmarktwelt. Der Artikel von Hannes Zipfel und der von Wolfgang Müller, den ich unter das Video packe, das sind Hingucker, das sind wichtige Fragen, die hier uns alle angehen, die hier behandelt werden. Jetzt wünsche ich das Allerbeste. Wir sehen uns hoffentlich am Montag, meine Lieben. Ich sage Servus und Ciao.